Wie Sie es eben gesagt haben, wir müssen über Nachhaltigkeit reden. Und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann kommen wir an Ihnen, Herr Kreisig, leider nicht vorbei. Oder was heißt leider, Gott sei Dank, nicht vorbei. Sie sind Präsidiumsmitglied, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Ich glaube, es ist in aller Munde. Aber was sehr toll ist, Sie sind auch Schirmherr der Green BIM Awards heute Abend. Und in dieser Funktion sage ich danke, dass Sie da sind und gebe Ihnen die Bühne. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich mache es wirklich kurz, und als einer der Letzten, der ein Grußwort spricht, hat man ja den Vorteil, dass man alles sagen kann, was noch nicht gesagt wurde. Und dann kann ich jetzt wieder fast gehen. Ja, zunächst mal im Namen der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen auch eben unser Grußwort und die Begrüßung hier für diese tolle Veranstaltung. Wir sind gerne wieder dabei, auch als Schirmherr, und sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit und Digitalisierung eben immer gemeinsam gedacht werden muss. Und das ist auch der Grund, warum wir dabei sind. Wenn wir es getrennt machen und das eine machen und dann schauen, wie das andere dazu passt, dann springen wir zu kurz und werden die Ziele letztendlich nicht erreichen. Mit dem Klimaschutz haben wir ein Thema vor der Brust, das, glaube ich, größer ist als alles, was wir sozusagen in der Erinnerung haben und damit auch die Instrumente, die wir aus der Vergangenheit kennen, nicht passgenau sind und uns ins Ziel führen. Diese Größe dieser Aufgabe ist eine globale Aufgabe, und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir auch über das Thema Digitalisierung reden. Wir haben eine hohe Vernetzung hier dabei drin. Diese Vernetzung führt letztendlich dazu, dass wir im Know-how-Transfer auf der Nachhaltigkeitsseite ohnehin, aber auch auf der Digitalisierungsseite größer denken müssen und das voranbringen. Die Energiekrise zeigt uns, dass hier plötzlich Themen hochkommen und Menschen oder Unternehmen, die investiert haben, plötzlich auch belohnt werden. Wer heute seine Energieversorgung auf den Stand gebracht hat, naja, den lässt es relativ kalt mit den steigenden Energiekosten. Und das wird sich aber fortsetzen, nicht an der gleichen Stelle, sondern an anderen Stellen. Wenn der Bundeskanzler sagt, wir lassen niemand zurück, dann ist das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Message, um hier die Gesellschaft auch zusammenzuhalten. Das darf aber nicht übersetzt werden, wie dass wir jetzt alle ein bisschen langsamer gemeinsam laufen. Das heißt, wenn wir niemand zurücklassen, heißt das in letzter Konsequenz, dass jeder das tun wird und tun muss, was er kann und was er zu leisten fähig ist. Und es hat sich ja gezeigt, die Pioniere sind ja im Prinzip auch belohnt worden. Das heißt, es gibt auch ganz viele Gründe, dies zu tun. Deshalb von uns der Appell: Laufen wir los, nicht nur auf der Seite der Digitalisierung, auch auf der Seite der Nachhaltigkeit. Die Zeit ist knapp, das Budget vom CO2 ist wahrscheinlich in den nächsten 15 Jahren vollends aufgebraucht, wenn wir so nicht weitermachen. Und dann haben wir eine ganz, ganz harte Zeit vor uns. Das Thema Resilienz und Klimakatastrophen wurde schon angesprochen. An dieser Stelle gibt es, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Damit der Appell nochmal: Lasst uns gemeinsam loslaufen, lasst uns das tun, was möglich ist, nicht das, wo es Konsens gibt oder gar eine Regulatorik am Horizont erscheint, sondern diesen Schritt mehr. Das macht uns letztendlich auch aus, glaube ich, in Deutschland. Damit auch der Wunsch an die BIM-Tage heute, dass wir diesen Optimismus und dieses Voranschreiten letztendlich übersetzen und dann in Aktivitäten bringen. Ich wünsche uns allen eine spannende Veranstaltung. Bin mir sicher, dass das Programm nicht nur das verspricht, was drinsteht, sondern auch das liefert, was drinsteht. Dankeschön.